Die emotionale Unterstützung der Kinder ist ein sehr wichtiger Teil des täglichen Verbandswechsels. Eine positive Grundeinstellung ist hierbei entscheidend. Fragen wie: Bin ich gut vorbereitet? Wie kann ich mein Kind heute unterstützen? Wie gehe ich in den Verbandswechsel hinein? Bin ich voller Sorgen und gestresst? Wie ist mein Gesichtsausdruck? Sind wichtig, um einen erfolgreichen und möglichst schmerzarmen Verbandswechsel durchzuführen. Es ist hilfreich, wenn man den Bereich für den Verbandswechsel von dem Bereich für das normale Wohnen und Spielen trennen kann. Das heißt, wenn es extra ein Verbandszimmer einrichten geht, insofern der Platz natürlich vorhanden ist. Als nächstes wäre natürlich eine strukturierte Ordnung für Verbandsmaterialien wichtig. Dass man dort ein System sich erarbeitet und entwickelt, wie man das parat halten kann für jeden Augenblick, um den Verbandswechsel möglichst kurz zu halten. Beim Verbandswechsel ist eigentlich die Vorbereitung schon die halbe Miete. Wenn alles bereits vorbereitet ist und man nichts mehr suchen muss, dann bekommt man irgendwann einen geregelten Ablauf mit rein, was den Verbandswechsel an sich auch extrem beschleunigt. Ich bereite die Verbandswechsel so vor, dass ich im Vorfeld schon die Drainageverbände vorschneide, teilweise auch schon mit Trenngittern versehe. Ich packe dann alles in so eine Box rein und schneide dann 4 Stück vor für die ganze Woche. Wenn dann halt der Verbandswechsel ansteht, tue ich eine halbe Stunde, bevor es losgeht, Verbandsmaterial rauslegen, was ich brauche, Pflaster abreißen, Kanülen, um Blasen aufzustechen, bereitlegen, schauen, ob die Salben noch voll sind, die ich brauche, also Wundgele, Zinkpaste, was man halt benutzt, dass das Tablet aufgeladen ist, dass Scheren bereit liegen. Wenn mal zwischendurch was nicht da ist, dann halt Reserven so platzieren, dass man halt sofort drankommt. Durch die emotionale Unterstützung wird das Kind gestärkt. Sie schafft Vertrauen und vermittelt, dass man da ist, dass man hilft und Ideen hat, die beim Aushalten der schwierigen Situation helfen. Beruhigende Sätze können dem Kind emotionalen Halt geben. Ganz ruhig, ich bin bei dir. Wir schaffen das gemeinsam. Wir machen jetzt genau das, was wir geübt haben.